schalten wir das Ganze erstmal ein. Hallo YouTube. Im Zuge meines Kombitests von der Zotec-Box und einer 60 GB SSD seht ihr hier einmal die Systemfunktionalität der Zotec-Box. Und hier ist jetzt erstmal der Bootvorgang zu sehen in Echtzeit. Und anschließend seht ihr dann noch kurz ein bisschen Webbrowsing und YouTube-Videos sowie HD-Videos, wie das Ganze dann aussieht. Ja, wer möchte, kann sich den kompletten Testbericht auch ansehen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, das mit dem kein Videosignal, das liegt jetzt an dem Fernseher. Der hat leider die Eigenschaft, gerne mal das Videosignal zu verlieren, wenn die Auflösung sich ändert. Beim normalen Monitor wäre jetzt wahrscheinlich schon der Desktop da. Die genaue Startzeit könnt ihr auch im Text unten, im verlinkten Text entnehmen. Jetzt müsste auch gleich das Bild wieder da sein. Bitteschön. So, als erstes starte ich mal hier ein HD-Video. Das hat ca. 47 Mbits Full HD bei 25 Bildern pro Sekunde. Und wie ihr sehen könnt, es läuft auch flüssig. Die CPU-Last, die hält sich auch im Rahmen. Nun das nächste Mal Photoshop in der aktuellen Version, Elements 9, wie schnell die Startzeit ist. Hier habe ich ein Beispielbild genommen, was bei Windows 7 gleich beiliegt. Und fertig. Geschlossen. So, und dann springen wir gleich mal über zum Starten des StarCraft 2 Spiels, eine Demo-Version, die könnt ihr also auch runterladen und selber testen, wie lange es bei euch dauert. Ich teste jetzt nur die Startzeit, weil die Ladezeit des Spiels ist je nach Grafikeinstellung unterschiedlich. Und außerdem ist der Nettop hier mit dem Atom-Prozessor und der Ion-Grafik nicht wirklich für Spiele geeignet. Also mit etwas heruntergeregelten Grafikeinstellungen läuft es zwar, teilweise sogar sehr flüssig. Aber sobald viele Einheiten produziert sind, ist es wieder unspielbar mit unter 5 Frames pro Sekunde. Und auf meinem Monitor kam es sogar zu Bildaussetzern bei starker Grafiklast. Von daher zum Spielen von CPU-aufwendigen Spielen auf jeden Fall nicht so geeignet. Die Nettops sind halt eher dafür gedacht zu browsen, also im Internet zu surfen oder Office-Tätigkeiten auszuüben. Das heißt also Word zu benutzen, Excel und so weiter. Deswegen zeige ich euch hier einmal ein bisschen die Internetnutzung mit dem Google Chrome Browser. Der ist relativ schnell und ressourcenschonend, wie ich finde. Und hier als Beispiel dann mal ein bisschen YouTube Flash Videos. Also einmal hier das Unboxing Video der Zotec Box. Mit 360p, also wie ihr seht, es ruckelt so ein bisschen anfangs. Aber jetzt ist es auch wieder flüssig und die CPU-Last ist halt ein bisschen hoch. Aber man sieht, es läuft flüssig. Man kann es also anschauen. Gut, 27p wollte ich jetzt zeigen, aber es leider noch zu lange gedauert, habe ich übersprungen. Das lag wieder mal in YouTube, also habe ich hier ein anderes Video genommen. Und das dafür gleich in 1080p, also Full HD. So, und das Ganze wird jetzt erstmal im Hintergrund geladen. Und derweil eine weitere Seite aufgerufen. So. Hier seht ihr kurz ein bisschen Cyberblock. Und hier den ersten Teil des Berichts, wenn man so ein bisschen hoch und runter scrollt, etwas zügig, dann erhöht sich halt die CPU-Last ein bisschen, kann man ganz gut sehen, wie stark die Auslastung ist. Ich starte einmal die Videos simultan.
In der Regel macht man das natürlich nicht, aber es ist ganz gut, um zu sehen, ob sie dann immer noch flüssig laufen. Wie das mit der CPU das so klarkommt. Wie man gesehen hat, sie liefen flüssig. Jetzt im Vollbild muss wieder nachgeladen werden, weil das geht erst ab 480p. Das liegt aber an YouTube. So, und hier sieht man, es ruckelt. Und zwar, solange man die Mauszeiger bewegt, beziehungsweise solange die Leiste eingeblendet ist, sind die Videos ziemlich ruckelig. Das trifft auf alle Auflösungen zu. Also da könnte eventuell noch optimiert werden oder es liegt einfach wirklich an der fehlenden Rechenleistung. Wobei man an der Skala rechts sehen kann, dass immer noch ein bisschen Reserve ist. Aber so läuft es recht flüssig. Solange man die Taskleiste von dem YouTube-Player nicht einblendet. So, das HD-Video ist auch jetzt ein bisschen geladen, vorgeladen. Und wie ihr seht, es läuft auch flüssig. Außer man schaltet im Vollbild, dann fängt es erstmal an zu ruckeln, bis die Leiste weg ist. Dann dauert es kurz und dann läuft es auch wieder flüssig. Wie gesagt, sobald man den Mauszeiger bewegt und die Leiste eingeblendet wird, ist es wieder sehr ruckelig und nicht schön anzusehen. Dann macht sich halt die etwas schwache Leistung des Atomprozessors bemerkbar, würde ich sagen. Also wer viel Multitasking betreibt, der bräuchte einen etwas schnelleren Prozessor. Da ist vielleicht die Zotac-Box mit der Ultra-Voltage-Version eines Intel-Prozessors sinnvoller als mit dem Atom-Prozessor von Intel. Und hier zeige ich euch noch ein bisschen das Browsen von Webseiten. Ich rufe einfach mal den Serpos-Shop auf. Und hier einmal die Suche nach der Zotac-Box. Also läuft recht flüssig. Das Ganze jetzt ist auch über WLAN angebunden. Zum Surfen, was die primäre Aufgabe eines Laptops ist, würde ich sagen, sehr gut. Hier Heise einmal für News und die Konkurrenz hier Golem auch wieder News. Läuft auch recht flüssig, lädt recht schnell. Ich habe noch newgadgets.de auf. Das ist hier ressourcenlastig, weil da viele Flash-Videos mit drin sind auf der Seite. Ja. Also für Multimedia-Anwendungen würde ich es aber auch benutzen. Also wenn man mal HD-Videos schaut oder so, da ist es sehr gut. Vor allen Dingen, da halt der Stromverbrauch maximal 30 Watt beträgt. In der Regel eher so 21 Watt. Einen externen Blu-ray-Player ran, zum Beispiel über USB oder ESATA anschließen und man hat einen stromsparenden Multimedia-Player. Und ansonsten halt die Videos über Festplatte abspielen. So, das war es erstmal zum Eindruck von Systemgeschwindigkeit. Jetzt fahren wir das Ganze noch herunter. Und das geht auch relativ schnell, wie ihr sehen könnt. So, jetzt der Monitor aus und gleich ist auch der Rechner aus.